Wir machen heute für den ID ein DDKM. Das DDKM heißt Digitales Datenkontrollmodell. Wir befinden uns am Ende eines ungefähr eineinhalbjährigen Design-Technik-Konvergenzprozesses. Wenn Designer mit einem Fahrzeug starten und auf Ton Flächen ziehen und die Form definieren, dann gilt es danach, dass Ingenieure das in Details umsetzen. Und heute geht es darum, die Feinheit im Übergang Scheinwerfer zu Frontklappen, Heckleuchten, Türgriffen etc. festzulegen und damit auszulösen, dass konkret Werkzeuge erstellt werden. Jetzt geben wir Geld aus, jetzt werden Fabriken gefüllt und Lieferanten beauftragt. Und wir haben mit dem ID und überhaupt mit der MEB-Familie jetzt in extrem kurzer Zeit mit ganz neuen Prozessen und mit ganz neuen Zusammenarbeitsmodellen in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel erreicht. Und das hat wirklich Spaß gemacht, damit dabei zu sein. Volkswagen.